So, liebe Leute, weiter geht's. Nach dem ganz, ganz knappen und späten Pokalerfolg gegen Sandhausen geht's heute weiter mit dem Ligaspiel. Spieltag Nummer 16 steht jetzt an. Nächster Gegner heißt Erzgebirge Aue. Zu Hause, vorgemerkt. Weil das letzte Spiel war das 3:2 bei Union Berlin in der Liga. Genau, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Spiel, wie gesagt, gegen Erzgebirge Aue. Und da wollen wir natürlich den nächsten Debüt, da wollen wir den nächsten Sieg holen. Und dann können wir ein bisschen durchrotieren, weil das nächste Spiel ist dann quasi das Spiel gegen Sevilla. Die müssten ja mit 12:0 gewinnen gegen uns, um überhaupt noch in die nächste Runde einzuziehen. Als Erster in die nächste Runde einzuziehen, weil dann so direkt einen Vergleich gewonnen, dann hat sie die Tordifferenz aufgeholt und. Wir haben um 23 Tore bessere Tordifferenz in der Gruppenphase. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Gut, wir haben, glaube ich, fast jedes Spiel 5 Tore geschossen. Wir haben das 10:2 bei Servette gehabt. Ja, ich denke, jetzt, wenn wir auf Unentschieden nach Hause gehen, ist es auch egal. Naja gut, erstmal jetzt hat der nächste Gegner gegen Erzgebirge Aue und das ist der Tabellen-7. Und da wollen wir natürlich weiter dran anknüpfen, ob wir heute hier einen Sieg holen. Wie gesagt, im nächsten Spiel kann ich mal ein bisschen durch, kann ich noch mal ein bisschen durchrotieren. Heute werde ich mir Kenny zumindest mal eine Pause geben. Da hat mir der Bostoan eigentlich gut gefallen, der heute nicht nur den Vorzug bekommt. Ja, da war nämlich der Hack mal vom Feld. Ich muss mal ein bisschen. Ich werde mal noch ein paar jungen Spielern mal heute ein bisschen. Mal ein bisschen Möglichkeiten geben. Das ist jetzt nichts gegen die einzelnen Spieler selber. Das ist natürlich jetzt nur mal um ein bisschen. Weil er für ein begrenzter Platz ist und ich will dann auch gerne mal den ganz, ganz jung aus der eigenen Jugend ein bisschen die Chance geben. So. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. Genau, dann geht's weiter. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Rolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Erzgebirge Aue. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzt. Die Nummer 30. Von ihm erwarten wir heute einiges. Da macht ihm kaum einer was vor bei der Torquote. Mit 21 Toren ist er in der Liga der beste Goalgetter. Die Nummer 20, Serkan Asinac. Die Nummer 23, Marco Richter. Die Nummer 16, Javairo de Rossum. Und mit der Nummer 9, hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Ja, einfach mal noch ein paar drei junge Talente auf der Bank. Wenn man das Spiel läuft, kann ich es heute aber reinbringen. So, das ist die Aufstellung der Aua. Und das ist der Anpfiff und jetzt geht los. Spieltag Nummer 16. Heimspiele gegen den FC Erzgebirge Aua. Zwei Kumpelvereine übrigens gegeneinander. Beide, glaube ich, sogar mit derselben Einlaufhymne. Ich glaube, beide mit dem Steigerlied als Amate.
Ah, der versucht natürlich. Na, Ecke, okay. So. Ecke kommt rein. Ballgewinn, gefährliche Position. Ah, das sieht gut aus. Kein guter Ball. Ja, der ist vom Bild weggerutscht vom Spannen. Das heißt, die landet oben auf dem Dach vom Tor und damit gibt es Abschluss für die Auer nach 8 Minuten. Also, weiter geht's auf jeden Fall jetzt. Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende ja. Saison. Kein Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein Extra. Na, Glück gehabt. Da habe ich auch durch das Schiedsrichter sagen können, okay, ich werfe den Vorteil doch weg und gebe den Freistoß, weil das war nämlich definitiv ein klares Foul von Kolasinac. Aber das ist gerade egal. Richter! Richter! Ne, Schiedsrichter gibt tatsächlich nichts weiter. Okay, das wäre, wie gesagt, war für mich ein klares Foul von Kolasinac. Und dann ist es das Tor. Simon T. Rodde, 16. Minute. Wir sehen noch mal dieses Tor. Weil eigentlich habe ich die Situation schon ein bisschen abgehakt. Dachte mir, ja, da gehst du doch nochmal rein. Irgendwie. Die Flanke kommt nämlich gut. Und dann macht er das Ding. 1-0. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Also, für Timmer auf jeden Fall schon mal. Das gab es aber auch gegen Dresden, da haben wir dann mit noch verloren. Aber das soll uns heute nicht passieren, weil wir eigentlich den nächsten Schritt machen wollen. Im Pokal sind wir in der nächsten Runde, das ist mal das Wichtigste. Und dann gibt es noch einen Fehlpass hier vorne, der den Konter von Auer ermöglicht. Ich kann jetzt nicht grätschen, weil wenn ich da nicht einen erwische, ja, das passt schon. Nächster Angriffsversuch, abgeblockt. Und wieder eine Kolasinac, der da irgendwie den zweiten Kleinigkeit hat. Das ist wieder ein bisschen Glück, dass der Schiedsrichter da nicht abpfeift. Den VR gibt es nämlich bei diesem Spiel nicht. Ich weiß gar nicht, wie es war. Vielleicht gibt es hier beim nächsten FIFA den, ich weiß es noch nicht. Aber das ist gerade nicht das Thema. Richter A 2-0. 29. Mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. 2-0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. Hat auf jeden Fall schon mal das 2-0. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Na, schön gemacht. Pusht ab. Ja, kriegt er den noch da durch? Kriegt er den überlaufen? Der Rosen ist nicht ganz langsam. Und sie rollt. 3-0. Weil relativ früh zeigen wir hier der Maus ist. Die drei Punkte mal so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. Mit diesem 3-0 sollte das eigentlich durchaus geschafft sein. Aber wie gesagt, es ist noch viel drin. Es ist noch viel zu spielen. Und dann habt ihr das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Also, 23. Tor. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Auf jeden Fall erstmal, auf jeden Fall haben wir da genau den richtigen geholt. Der weiß, wo die Buden stehen. Was macht er drauf?
Oh, nächste Chance, Kobylanski, der da auch nochmal den Keeper prüfen will. Der will dem ja auch nochmal heute Tore schießen. Das hat er in der letzten Saison gut gemacht, aber die Saison noch nicht so häufig. Aber gut, Richter. Ist ja auch fürs Torvorlage. Ist auch für die Torvorlage gegeben. Und hier macht Zerode. 4:0. Nochmal dieser Treffer. Da ist die Flanke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, Tor war 24, aber die 30 für diese noch knackt. Klar, die Saison, wenn er fit bleibt, ja. Weil letzte Saison hat sich nämlich Platte, der auch sehr lange sehr viele Tore gemacht hat. Sich schwer verletzt, konnte dann nicht mehr spielen. Und ist vor der Saison nach Dänemark gewechselt. Ja, mal gucken, wie gesagt. Die Saison ist noch lang, wenn er fit bleibt, dann denke ich mal, der macht er 30, 40 Tore. Aber wie gesagt, das auch noch. Es ist noch viel Spielzeit, es ist noch eine ganze Halbserie zu spielen. Also, ihr habt mich noch ein bisschen an der Backe hier, der FIFA. Richter, ah, schade. Bin jetzt auch noch nicht mehr laufen. Wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Also 4-0. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Ja, also dreimal Terodde und Richter Numbranetik war es nicht von Terodde, weil der Richter noch dazwischen getroffen hat. Aber nun ja, St. Pauli führt 1-0 bei den Würzburger Kickers. Konter führt gegen Dresden, steht unentschieden. Nicht, dass die Dresdner, die wollen ja auch mit hoch noch. Pause ist vorbei, mal gucken. Das Spiel geht weiter. Momentan sind wir auch hoher Favorit. Sind wir erstmal Herbstmeister. Wie gesagt, das ist ja schon Spieltag Nummer 16, der vorletzte. Und dann ist erstmal eine kleine Pause, glaube ich, drin. Also für viele Spieler, weil das nächste Spiel ist nämlich gegen Sevilla. Oh, da ist er durch. Genau hinschauen jetzt. Der Rosu, und der muss den eigentlich nur locker reinlegen. Ja, das hat er ein bisschen zu locker genommen. Ich dachte, ja, den haust du da mal locker rein und dann den nicht. So, guck mal gerade. Das erste Tor für Dynamo Dresden. Der Schuss war nicht gut, kein Problem. Ja, Tor für Dresden. Bei Greuther Fürth, die Frage ist, wie steht es da? Ob es halt 2-0 oder 1-1 steht? Oder ob das doch die Dachdings vom 1-0 sind? Weil 1-0 haben sie geführt. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Die Nummer 31, Ben Zielinski. Die Frage kommt weit. Da passt er auf und kann klären. Die Chance auf den Konter. Gibt hier Vorteil für Schalke. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Die Chance jetzt. Wichtig, dass er. Oh Gottchen. Ecke. Und das gibt Ecke. So, jetzt gibt er gelb. Für Ballas. Die Frage für was? Den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Ja, okay, für die Situation. Ecke kommt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Einwurf Schalke. Richter. Ah, das der mit Tempo jetzt geht, aber niemand da unten mit dabei hat. Daraus wird leider nichts. Halbe Stunde noch. Ah, da kam keiner mehr. Vorbei. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, Baumgart, der Achter. Das hat er vertankt. Super Volley, aber keine schlechte Situation. 64. Minute nach dem. Es steht immer noch 4-0, also es ist noch nichts passiert in der zweiten Halbzeit hier. Mustafi. Klasse Aktion, Ball ist weg. Noch kein Tor in der zweiten Halbzeit gefallen. Von Baumgart. Baumgart schon. Ah, der muss. Tafi da zu locker stehen, lässt den nächsten zu locker stehen. Und Renault sagt, jo, den nehme ich mit. Ah, schöner Ball, Richter. Also auf, Richter.
Gefahr mehr. Gut gelöst. Ja, das ist schade. Der Ball kam nicht an. Ah, ich glaube, das war eine gefährliche Szene. Gute Ball. Boah, Männle. Der da das nächste Gegentor verhindert. Dann machen sie die Auer nochmal heiß. Kriegen sie aber dann irgendwie doch noch geklärt. Natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Dimitri Nazarov. Ah, ich kriege aber gerade momentan auch nicht den Ball da weg. Guter Pass jetzt. Keine Gefahr hier. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. So, das könnte das nächste Tor sein. Deswegen werde ich jetzt kurz den Wechsel noch ziehen. Oder wieso also einen Dreifachwechsel ziehen. Um einfach mal wieder komplett jungen Talenten eine Chance zu geben. Weil Kobylanski das 5-0 gerade erzielt nach 82 Minuten. In der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Also, Tor auf jeden Fall erzielt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Und für ihn ist es Tor Nummer 15, von wegen hat er nicht so viel getroffen. 15. Saisontor, letzte Woche 34 mal gemacht, genetzt in eine Liga tiefer. Und jetzt gibt es einen Dreifachwechsel hier. Drei junge Talente kommen jetzt nochmal rein. Mit Machal, mit Flahovic und mit Hendricks. Und mal schauen, was die ganz, ganz jungen heute machen. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, die liegen klar vorn und das ist natürlich vollkommen verdient. Sie werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Flahovic. Der jetzt mal ein bisschen mit Tempo da außen durchgehen will. Jetzt könnte er flanken. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und ja, holt zumindest mal eine Ecke raus. Ecke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Rängnis. Kolasinac, ja, war eigentlich gut gedacht, aber schlecht durchgesetzt, schlecht gemacht. Tom Baumgart. Eine Minute noch. Ja, gut. Ja, das ist hier durch jetzt. Kobylanski. Ball ist jetzt wieder weg. Jetzt ist er weg und dann ist das Spiel aus. Vorbei. 15-0. Endstand. Feierabend. Also, diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Jo. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. So. Perfekt. Ja, damit ist das Spiel durch. Nächstes Spiel ist dann Sevilla als Gegner und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge einfach an. Bis dahin und tschüss.